und Barbara Nessler von den Grünen ist erneut am Wort. Schwere Antiteuerungspaket an und danach werden Sie es einsehen, dass es ein sehr guter Tag für die Familien ist. Zum Antrag. Wir haben den Antrag abgelehnt, weil die geforderten finanziellen Möglichkeiten schon gibt. Die Umsetzung liegt bei den Gemeinden. Und auch wenn das jetzt gewisse Parteien immer wieder anders kommunizieren, nur wenn ich was Falsches immer wieder und wieder sage, heißt das noch lange nicht, dass es wegen dem richtiger wird. Und schauen wir es uns im Detail an. Im letzten Gemeindepaket wurden 30 Millionen Förderung Personalkosten für Kinderbetreuung und Ferienbetreuung festgesetzt. Ganz wichtig, wir haben das Kommunalinvestitionsgesetz. Das hört sich jetzt vom Namen nicht wahnsinnig sexy an, aber geht es darum, dass den Gemeinden 1 Milliarde zur Verfügung steht und dieses Geld kann für die Sommerbetreuung verwendet werden. Und zurückschauen, in den letzten 2 Jahren wurden ungefähr 7.500 Anträge gestellt von mehr als 1.600 Gemeinden. Speziell für die Kinderbetreuung im Sommer wurden 2020 alleine 6,1 Millionen ausbezahlt. Nicht zu vergessen das Bildungsinvestitionsgesetz, da können Gelder, also Länder natürlich das Geld für ganztägige die Schulformen abholen. Und natürlich ist klar, dass, wenn wir von Chancengleichheit reden, braucht es ganztägige Schulformen, dass hier ausgebaut wird. Da müssen wir hoffentlich nicht mehr diskutieren. Und daneben haben wir noch die Sommerschule gesetzlich verankert. Aber nochmal, was die Sommerbetreuung betrifft, müssen sich die Länder, müssen sich die Gemeinden auf die Hinterbeine stellen. Denn ich denke, wir müssen hier sicher nicht darüber diskutieren, wie wichtig der Ausbau von ganztägigen Schulformen und Kinderbetreuung auch im Sommer, wie wichtig dass das ist und dass wir hier noch lange nicht dort sind, wo wir sein sollten. 2002 wurden die sogenannten EU-Barcelona-Ziele verabschiedet. Das heißt, dass 33% unter der Dreijährigen an Betreuungsquote festgelegt werden muss. 19 Jahre später heute sind wir immer noch nicht da, wo wir sein sollten. Und das ist natürlich nicht zu akzeptieren. Und weil immer wieder von Wahlfreiheit gesprochen wird. Wenn ich keine Wahl habe und kein Angebot habe, dann habe ich auch keine Wahl. Also hören wir auf, von Wahlfreiheit zu sprechen. Zum Rechtsanspruch komme ich gleich. Und noch ein kurzer Blick auf meinen anderen Bereich Tourismus. Wir haben im Hinblick auf den Sommer Mitarbeiterinnenmangel, das hat verschiedene Gründe. Aber Fakt ist, das größte Potenzial haben wir auch hier bei den Frauen. Und das heißt, dass das Thema Kinderbetreuung auch ökonomisch auch ein Tourismusthema ist. Und da werden wir nicht vorbeikommen, insbesondere auch die Wirtschaft nicht. Und jetzt zum Rechtsanspruch. Es ist natürlich einfach, wenn die SPÖ hergeht und sagt, ja, wir bringen einen Antrag zum Rechtsanspruch Kinderbetreuung ein. Nur im Zuge der 15a-Vereinbarung, wo solche Sachen unter anderem verhandelt werden, hat kein sozialdemokratisch geführtes Bundesland den Rechtsanspruch eingebracht oder eingefordert. Danke.